Jetzt hat ein Sender in Würzburg Folgendes geschafft. 2001 Titel spielten sie nonstop am Stück. Das Ganze dauerte mehr als 3 Wochen, ist ein absoluter Weltrekord. Und nur um den beliebtesten Musiktitel ihrer Hörer ausfindig zu machen. Und der war, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich vor der Glotze hinwerfen, werdet dreimal um Erbarmen flehen, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Ich weiß, aber die ganze Aktion war spannend und wir haben uns das mal angeschaut. Radio W1 und der Tanzpalast Kitzingen präsentieren die längste Hitparade der Welt. Top 2000 auf der 95,8. Ein privater Radiosender zeigt es den Großen. Seit gut einem Jahr existiert der Weltrekord im Dauersenden. Die öffentlich-rechtlichen Kollegen aus Süddeutschland schafften 1500 Musiktitel nonstop. Das galt es jetzt zu brechen. W1 aus Würzburg befragte seine Zuhörer nach ihren Lieblingsstücken. Rauskommen sollte die größte Hitparade der Welt. Für den einwöchigen Sendemarathon zogen die beiden Moderatoren halt in ihr Sendestudio ein. Teilnehmerkarten verteilt in Würzburg und drumherum. Das ging also ziemlich ruckzuck innerhalb von ein paar Tagen. Und wir hatten sehr, sehr schnell innerhalb von 2, 3 Tagen einen Rücklauf von, ich glaube, 4.500 Karten. Und die haben wir dann erstmal in den Computer reingehämmert. Das war ein Wahnsinnsaufwand. Da haben wir so mehrere Leute auch außerhalb in den Computer eingegeben und es ist dann alles auf einem Terminal zusammengelaufen. Und daraus hat sich dann eben so nach und nach und nach gezeigt, wer denn die Nummer 1 ist. Dann haben wir halt einen Tag, bevor wir losgelegt haben, gesagt, jetzt ist Schluss, vorbei. Jetzt Ende und dann haben wir angefangen auszuwerten. Das Rennen machte der Titel, der im Moment überall ganz oben ist. Sehr beliebt, aber auch weiterhin die Oldtime-Favorites. Jene Stücke, die bei uns bei Tele5 eher in Yesterday zu finden sind. Gewonnen hat Mrs. O'Connor, sag ich mal, mit Nothing Compares to You. Und an 2 Pink Floyd und nochmal ganz klar, es waren eben sehr, sehr viele Oldies oben drin. Ne? Es sind fast nur Klassiker. Eben jene, aber auch die aktuellen Charts und Top 2000 Breaker wurden natürlich bei der Abschlussgala in einer Würzburger Disco rauf und runter gespielt. Der Countdown der letzten 50 Songs fand vor Publikum statt. Und das freute sich über die gelungene Aktion, den neuen Weltrekord in der eigenen Stadt und über das neu gewonnene Wissen, welche Songs in Würzburg am beliebtesten sind. Oh, goodbye.